ich drei war. War ich auf Föhr und habe am Sand, am Strand gebuddelt mit meinen Händen. Und dann irgendwann kam von unten wie von selbst Wasser hoch in die Mulde. Und ich hatte das Gefühl, das hat was mit Kunst zu tun, weil da etwas wie von selbst geschieht. Das war, glaube ich, der Startschuss für meine künstlerische Karriere. Also natürlich war ich mit drei Jahren noch nicht international unterwegs und hab mir da überlegt, Mensch, was möchte ich denn mal werden? Ja, ist klar. Also das kam dann mit dem Berufsleben nach der Schule. Da habe ich zunächst mal eine Lehre gemacht, die mir nicht gefiel. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was möchte ich denn, was kann ich tun, ja? Wozu habe ich Lust, was hat eine Perspektive für mich selbst. Und dann habe ich mich entschieden, Holzbildhauerei zu lernen an einer Werkkunstschule. Und das war so die erste, das gab so den ersten konkreten Impuls für mein Handeln in die Richtung künstlerischer Tätigkeit, was zu entwerfen. Aber als Kunst habe ich das gar nicht empfunden, sondern eher als ein Spielfeld, um kreativ sein zu können mit einer schönen Arbeit. Ja, danach habe ich versucht, die Kunst mit sozialer Arbeit zu verknüpfen und entschloss mich, ein Kunsttherapiestudium zu absolvieren. Das habe ich gemacht. Ja, und dann bin ich nach Karlsruhe gekommen für eine Halbtagsstelle. Noch bevor ich die Arbeit hatte, traf ich jemanden in der Kneipe und der war in dem alten Hallenbau der IWKA, jetzt ZKM, drin, hatte zufällig auch einen Raum zur Verfügung, den er nicht brauchte. Ich habe mit ihm in der Kneipe gesprochen, habe ihm erzählt, ich müsse unbedingt malen. Und noch an dem Abend hat er mir die Schlüssel für die IWKA, für diesen riesigen Raum, überreicht. Und das war dann Folge, dass ich lange Zeit wirklich frei künstlerisch so arbeiten konnte. Zum Holz bin ich natürlich über meine Bildhauerlehre gekommen. Da habe ich dieses Material kennengelernt und kennenlernen dürfen, weil es ist ein unglaublich reizvolles Material, mit dem man ganz viel machen kann. Also ich habe darin eine ganz große Freiheit, viele Handlungsspielräume. Wenn ich Holz zukaufe, dann gehe ich immer in den Schuppen, wo es Reste gibt, weil das interessiert mich mehr. Ich möchte auch zufällig auf schöne Sachen stoßen. Und da schaue ich immer nach Nadelhölzern, weil die ganze Bildhauerei, die ich betreibe, die funktioniert nur mit diesen Nadel- oder auch Koniferenhölzern. Und da gibt es aber ganz, ganz viele verschiedene. Also hier habe ich zum Beispiel ein Stück eingebaut, das kommt aus Japan. Hinogi, glaube ich, heißt das. Also auf jeden Fall habe ich diesen Namen noch im Ohr. Also bevor ich die Hölzer überhaupt verleimen kann, müssen sie natürlich fachgerecht behandelt worden sein. Dann werden sie erstmal auf ein verarbeitbares Maß gesägt, gehobelt. Und erst dann kann ich sie natürlich verwenden. Ja, natürlich werden die Figuren nicht immer so, wie ich sie mir sehne. Also oft nach der Grundierung werden sie gesandstrahlt. Das ist nötig, damit sie so eine Unschärfe bekommen im Aussehen. Danach beginnen sie eigentlich eher so ein wenig poetisch zu werden, vom Visuellen. Ja, beim Sandstrahlen früher habe ich das auf dem Balkon gemacht, in meinem vorherigen Atelier.
Open Air mit einer Neopren-Anzugshaube für Tiefseetauchen geeignet, aber ebenso zum Sandstrahlen. Wenn mich jemand fragt, was meine Werke ausdrücken sollen, könnten, dann mache ich gedanklich eigentlich immer sofort einen Schwenk ins Wie. Also das Was ist mir nicht so wichtig wie das Wie. Sie müssten vor allen Dingen von der Komposition gelungen sein und vielleicht irgendwie einen imaginären Zustand beim Betrachter erzeugen. Und wenn das der Fall ist, dann darf die Interpretation gern in die Breite gehen. Also eine Möglichkeit, um eben dafür zu sorgen, dass es, dass eine Figur nicht zu schnell lesbar wird in eine bestimmte Richtung, ist zum Beispiel, indem ich sie abdecke mit Mustern, mit Ornamenten, die dazu beitragen sollen, dass sich das Gesicht noch stärker verschleiert. Hängt also vor allen Dingen mit der Wahrnehmung zusammen, weshalb ich da verhindern möchte, dass die Sache zu schnell lesbar ist. Jetzt jeder für einen Künstler eignet, das möchte ich bezweifeln. Also grundsätzlich bejahe ich aber das, was der Beuys auch gesetzt hat. Jeder Mensch ist ein Künstler in dem Sinne, dass er Mensch ist und sich das individuelle Potenzial sich bitte entfalten darf in alle denkbaren Richtungen. Insofern, jeder Mensch ist ein Künstler, aber nicht jeder Mensch macht Kunst und vielleicht eignet sich auch nicht jeder Mensch dazu. Man braucht gehörige Portionen Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Man braucht eine Menge Fragezeichen für sich und eine große Sehnsucht, die beantworten zu können.